Ich und mein Team, das besteht aus dem Tobias Hettke und dem Christian Schmelzer, arbeiten seit vielen Jahren am Thema Elastin und generell an dem Thema Haut. Alles, was mit Haut zu tun hat, also auch an dem Thema Wunden, wie kann man Wunden behandeln. Die größte Herausforderung ist das Grundmaterial Elastin an sich. Das heißt also, Elastin ist ein wesentliches Strukturprotein im Körper. Und die Herstellung dieses Elastinmaterials in einer Form, dass man die auch verarbeiten kann, ist relativ aufwendig, relativ teuer und wird eigentlich nur in einer sehr, sehr kleinen Menge aktuell praktiziert. Und wir haben halt einen Prozess entwickelt, der es uns ermöglicht, kosteneffizient eine große Menge an diesem Elastin, von diesem Elastin in sehr, sehr guter Qualität auch herzustellen. Wir haben das Verfahren des Elektrospins so weit weiterentwickelt, dass wir eine sehr, sehr große Menge an Nanofaserfließ auf Elastinbasis herstellen können, was aufgrund seiner Faserstruktur hervorragende Eigenschaften für die Zellbesiedlung, für die Wundheilung bietet. Und ausgehend von dieser ersten großen Herausforderung, die wir gemeistert haben, sind wir halt im zweiten Schritt dahin übergegangen, Materialien zu entwickeln, die wir speziell für das Thema Haut entwickeln konnten, also sprich zur Wundbehandlung. Da haben wir verschiedene Produkte entwickelt, innovative Produkte entwickelt, immer mit dem Fokus, möglichst eine kosteneffiziente und im industriellen Maßstab herstellbare Halbzirkel zu entwickeln. Und im Ergebnis letztendlich sind sowohl elastinbasierte Proteinschwämme, die wir für großflächige Wunden also bzw. für tiefe Wunden verwenden können, entstanden. Und da sind wir einzigartig am Markt. Kein weiterer Mitbewerber am Markt bietet elektrogesponnene Materialien an und erst recht nicht auf Basis von Elastin.